Willkommen zum nächsten Kurzvideo zum Wohltuendbreiten Klavier von Johann Sebastian Bach, C-Moll Fuge. Und zwar geht es heute um den Anfang des Kontrapunktes, der aus Sechzehntel besteht. Was macht kompositorisch Bach? Eine Aufwärtsbewegung, die sich dreimal wiederholt. Hier geht es wieder zur Abwärtsbewegung, allerdings rhythmisch variiert. Und jetzt im Bass der Kontrapunkt mit hier einem Zusatz. Und es entsteht eine neue Melodie, die dreifach sequenziert wird. Und dann im Sopran sogar spiegelbildlich nach oben geführt wird. Hier nach B-Dur. Und jetzt hier nach C-Moll.